Bei unserem Lightroom-Workshop geht es darum, das wirklich sehr mächtige Werkzeug Lightroom in ganzer Tiefe kennenzulernen. Das hilft einem zum einen, wenn man vielleicht vor Ort das ein oder andere Bild nicht so hundertprozentig hinbekommen hat und im Nachgang noch was rausholen möchte, aber natürlich auch als RAW-Converter, um eine RAW-Datei zu bearbeiten, kann man ganz, ganz tolle Sachen mit Lightroom machen. Die Schwerpunkte in diesem Workshop sind sicherlich die Module Bibliothek und Entwickeln. Zur Bibliothek gehört natürlich das Importfenster mit massig und mannigfaltigen Einstellungen, die man da vornehmen kann. In der Bibliothek setzen wir uns damit auseinander, wie kann ich denn meine Bildersammlung archivieren? Wie kann ich Bilder markieren, dass ich sie nachher wiederfinde? Wie verteile ich Schlagworte? Ach, ich kann ja schon Importeinstellungen auf die Bilder legen. Ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir im Einzelnen durchgehen. Der Hauptteil wird aber sicherlich das Entwicklungsmodul sein, wo wir tatsächlich alle Regler von oben bis nach unten und alle Masken und was es da noch so gibt, durchsprechen. Das Coole an diesem Grundlagen-Workshop ist, dass der an 4 Terminen jeweils nur 2 Stunden dauert und unter der Woche, so ab 18 Uhr rum, wenn normale Feierabendzeit ist, stattfindet. So habt ihr unter der Woche halt auch mal die Chance, ein bisschen von der Arbeit abzuschalten und was Neues dazuzulernen. Darüber hinaus haben wir noch 2 weitere speziellere Lightroom-Workshops im Angebot. Zum einen die Landschaftsretusche. Der dauert einmal 4 Stunden. Da geht es eher darum, ein Bild zu analysieren und einfach mal bewusst zu gucken, in welchen Teilbereichen kann ich aus einem RAW noch was rausentwickeln. Als Beispiel, ich sag mal, eine schöne blaue Stunde fotografiert, da hat man ja 2 maßgebliche Farben. Blauer Himmel und vielleicht die Beleuchtung unten von der Stadt. Und wer jetzt aufgepasst hat, wird schon wissen, blau und gelb, Komplementärfarben. Genau, und da greifen wir vielleicht so ein bisschen an, dass es darum geht, vielleicht die blaue Stimmung noch ein bisschen zu verstärken, aber vielleicht auch die komplementäre gelbe Farbe noch ein bisschen rauszuarbeiten. Wie schärfe ich am besten, mit welchen Masken, mit welchen Tools in Lightroom arbeite ich da? Also speziell Bildanalyse, Landschaft und wie peppe ich meine Landschaftsbilder noch ein bisschen auf? Der dritte Spezialist ist die Beauty-Retusche in Lightroom. Und jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, Beauty-Retusche in Lightroom, das geht doch gar nicht, da brauche ich Photoshop. Ja und nein. Bis zum gewissen Maße kann man wunderbar in Lightroom auch eine Beauty-Retusche vornehmen. Natürlich wird das nicht ganz so weit führen wie Photoshop, aber das ist oftmals auch gar nicht nötig. Hat man vernünftig Licht gesetzt, ist das Model vielleicht auch einigermaßen gut geschminkt. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, reicht Lightroom vollkommen aus, um ja, Akzente hervorzuarbeiten. Es geht zum Beispiel um Augenbrauen, Haut natürlich immer so ein bisschen Thema, vielleicht die Brillanz des Auges noch ein bisschen herausarbeiten oder eine schön geschminkte Lippe. In diesem Bereich tatsächlich Porträt, Beauty-Retusche, Lightroom. Ich hoffe, ich sehe euch da.